Namaste, Sawadika und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch Autorinnen vorstellen und Bücher, denn morgen ist Weltfrauentag und ich wollte euch eh meine Lieblingsautorin Federico de Casco vorstellen und habe mir dann gedacht, ich erweitere es auf 5 Autorinnen und genau, stelle euch die vor und die Bücher, die ich da von denen gelesen habe, um einfach weibliche Autorinnen zu feiern. Yay! Girl Power, Woman Power! Wir leben in einer männerdominierten Welt, geprägten Welt. Für alle, die es noch nicht wussten. Wir Frauen, glaube ich, wissen das oder sollten es wissen, denn wir spüren es ja jeden Tag. Oder fast jeden Tag. Genau, und deswegen Woman support Woman, Girls support Girls und Männer supportet auch bitte Frauen und andersrum natürlich auch, Frauen supportet Männer. Also es ist kein, wie sagt man, Frauen gegen Männer, Männer gegen Frauen, sondern ich wünsche mir für den Weltfrauentag, dass wir uns einfach gegenseitig unabhängig des Geschlechts einfach mal mehr unterstützen in unserer Lebensvision, Träumen, im Kampf gegen eben das Patriarchat. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Ich blende es euch hier unten ein, okay? Ja, und jetzt stelle ich euch die Autorinnen vor. Angekündigt geht's los mit Federica de Casco und ich habe euch ja schon dieses Buch vorgestellt, Das Haus der Tibeterin, das ist das erste Buch, was ich von ihr gelesen habe, aber ich habe noch Silbermuschel, Muschelseide, Wüstenmond und Tochter des Windes, da findet ihr auch eine Review in meinem Asia-Buch-Video, glaube ich, genau. Und ja, so viel möchte ich gar nicht zu den Büchern sagen. Ich möchte euch nur kurz, die Autorinnenbeschreibung vorlesen oder ja. Auf jeden Fall, Federica de Casco ist in der Nähe von Venedig geboren, wuchs in verschiedenen Ländern mehrsprachig auf, studierte in Belgien Kunstgeschichte und Psychologie, lebt heute mit ihrem japanischen Mann, der Fotograf ist, in der französischen Schweiz, hat über 50 höchst erfolgreiche Romane für Kinder und Jugendliche geschrieben, sowie mehrere Sachbücher und Silbermuschel war ihr Debüt eben in der Erwachsenenbelletristik. Genau, also Silbermuschel ist, was ist? Dieses hier. Und ja, diese Einflüsse merkt man auf jeden Fall, finde ich, in ihren Büchern, also das Multikulturelle, das sie mitbringt. Und ich finde auch, ja, er ist einfach spannend. Wie gesagt, in verschiedenen Ländern aufgewachsen. Schreibt coole Bücher einfach mit Hintergrund, mit Geschichtshintergrund, mit ja, großen Frauenheldinnen, sage ich mal, mit Traumata, aber auch Spiritualität. Und als ich es meinem Kollegen zum Beispiel gesagt habe, meinte er eher, ich habe es von Isabel Allende erzählt, aber trotzdem, es wird ja immer so als Frauenromane abgestempelt und ich finde es immer so abwertend, als wäre, was ist daran so schlimm, wenn man so ein bisschen Spiri-Zeug und halt Gefühle und so drüber schreibt. Ja, finde ich persönlich nicht schlimm, aber ich muss schon zugeben, dass es eher so Frauenromane natürlich sind, weil es vielleicht halt auch von der Frau geschrieben ist und Frauen sich dann logischerweise mehr damit identifizieren können. Aber ja, ich ermutige nur jeden Mann, ja auch mal ein Buch von ihr zu lesen. Kann ja sein, dass es euch auch gefällt. muss ja nichts heißen, ne? Nächstes geht es um Isabel Allende. Und das ist ihr Allende? Ich sag den Namen immer falsch. I'm so sorry. Sie kommt aus Chile, also wird es Spanisch ausgesprochen. Allende. Arriba! Allende, Allende! Isabel, Allende. Oh, ja, yeah, I'm sorry.
Ja, und das ist ihr Debütroman, Das Geisterhaus. Ist aber nicht das erste Buch, was ich von ihr gelesen habe, sondern das erste Buch, das habe ich als Hörbuch gehört, zusammen mit meinem Ex-Freund. Und der hat mir, oder seine Familie im Prinzip, hat mir Isabelle Allende näher gebracht. Also durch die habe ich die überhaupt entdeckt. Das war nämlich, auch wie heißt die Reihe? Aguilar und Jaguar-Reihe. Ich blende es euch auch nochmal vielleicht hier ein, wie die einzelnen Teile heißen. Jedenfalls, diese gute Frau, Isabelle Allende. Allende? Allende? Genau, ist in Chile aufgewachsen. Und ich gucke mal, ob ich hier einen Autorinnen-Text finde. Nein. Ah doch. Sie ist zurzeit die erfolgreichste Schriftstellerin der Welt. Isabel Allende, Nichte des beim Militärputsch 1973 getöteten chilenischen Präsidenten Salvador Allende. Allende. Scheiße. Ja, geboren 1942. Lange Zeit als Journalistin gearbeitet. Verließ Chile nach dem Militärputsch eben 1973. Lebt seit 1988 in den USA. So. Ja, viele Bücher von ihr wurden verfilmt und ja, die ältere Generation, sag ich mal, kennt sie halt, aber ich kannte sie halt, ja, wie gesagt, habe ich mit 16 oder so kennengelernt und habe mich in sie verliebt, weil sie, ja, sie schreibt viel über Politik, über die Situation in Chile eben, also auch wenn sie es manchmal nicht diesen Ort, den sie beschreibt, nicht Chile nennt, sondern aber ist natürlich inspiriert von dem Militärputsch und der Diktatur dort und spielt meistens in Südamerika, also die, wo ich jetzt gelesen habe. Ich habe von Liebe und Schatten noch gelesen und Eva Luna und Amandas Suche, das spielt aber, glaube ich, in den USA. Und Mayas Tagebuch. Und dann habe ich noch Paula gelesen. Und Paula ist im Prinzip so ein bisschen wie ihre Biografie, weil da schreibt sie über die Krankheit ihrer Tochter Paula, die eben, Spoiler, gestorben ist. Und ja, das ist ganz, ganz berührend und herzergreifend. Ich glaube, es war auch so die erste Biografie, die ich in meinem Leben wirklich gelesen habe. Und das habe ich ausgeliehen, das Buch eben von den Eltern meines Ex-Freundes. Grüße an dich, Gabi, an dieser Stelle, falls du dieses Video schaust. Ja, ich liebe die Bibliothek von denen. ja, was soll ich sagen dazu? Ja, ich finde, Isabel Allende ist auch einfach so eine Feministin. Wenn es halt ja auch um Politik geht, Frauenrechte, immer starke Frauen in ihren Büchern und auf jeden Fall sehr lesenswert. Und wie gesagt, sie ist eine der berühmtesten, oder ich würde sogar behaupten, sie ist die berühmteste chilenische Autorin, weil auf der Buchmesse in Frankfurt, wo ich war 2019, war an dem Stand von Chile auch ein Bild von ihr. Und ich glaube, das sagt alles. Dann geht's weiter mit Arundhati Roy, eine indische Autorin und auch, wie sagt man, politische Aktivistin. So. Und da habe ich der Gott der kleinen Dinge von ihr gelesen und das Ministerium des äußersten Glück habe ich auch schon in meinem Asia-Video, glaube ich, erwähnt oder halt vorgestellt. Und sie hat gefeiert. Ah ja, nee, Indien-Video, genau. Indien-Video, Bücher-Video. Wow, Jasmin. Genau. Arundhati Roy, geboren 1959, wuchs in Kerala auf und lebt in Neu-Delhi. Den internationalen Durchbruch schafft sie mit ihrem Debüt, Der Gott der kleinen Dinge, für das sie 1997 den Booker Prize erhielt. Genau, in den letzten 10 Jahren widmet sie sich außer ihrem politischen und humanitären Engagement vor allem ihrem zweiten Roman, Das Ministerium des äußersten Glück. Genau, Glücks, so. Ja, was soll ich sagen? Ja, der Gott der kleinen Dinge ist auch so ein bisschen biografiemäßig von ihr inspiriert, also von ihrer Kindheit in Kerala,
wo man eben ganz, ganz viel drüber lernt und ja, wie das da so ist oder war, je nachdem. Und das Ministerium des äußersten Glück, das ist ein bisschen politischer, geht um Widerstand und um den Konflikt zwischen Kaschmir, also in der Kaschmir-Region, so gut ich es verstanden habe. Genau, und ja, ich weiß gar nicht, was ich noch großartig zu ihr sagen kann. Auf jeden Fall eine großartige Autorin, wie ich finde. Und ich habe mir da auch Videos von ihr angeschaut, die ich euch schon beim letzten Video verlinken wollte, in meinem Indien-Ding. Aber es nicht getan habe, deswegen mache ich es jetzt. Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall, diese Frau. Und sehr inspirierend. Also gerne lesen. Arundhati Roy. Immer diesen Namen. Es tut mir so leid, wenn ich den Namen falsch ausspreche. Last but not least möchte ich euch eine Poetin vorstellen, die mich in die Welt der Poesie entführt hat. Also durch sie habe ich Gedichte überhaupt für mich entdeckt. Und es ist auch eine Inderin. Rupi Kaur. Milk and Honey. The Sun and the Flowers und Home war die ihr neuestes Gedichtsband. Und ich habe sie alle auf Englisch und ihr seht, ich habe hier viele Markierungen, weil die Gedichte einfach so simpel, aber so schön sind. Und ehrlich gesagt, ich hatte nie so ein Faible für deutsche Gedichte, weil ich es einfach nicht gerafft habe, so mit diesen Silben und Zeilen und keine Ahnung, ich bin irgendwie keine Poetin, dachte ich immer. Und es ist Nummer 1 New York Times Bestseller. Ich glaube, alle ihre Bücher. Und was soll man dazu sagen? Rupi ist eine Frau, die in Kanada aufgewachsen ist, aber indische Wurzeln eben hat und hat eben aus dem Punjab, wo auch gerade die Farmer da streiken immer noch. Und ich werde euch einfach zum Ende dieses Videos jeweils ein Gedicht aus den Büchern einfach vorlesen. Was sagt ihr dazu? Dann bleibt dran. Genau. Und Milk und Honey. Ich mache einfach ein random Ding, ja. So, lalala. Dieses hier. So. I need someone who knows struggle as well as I do. Someone willing to hold my feet in their lap. On days it is too difficult to stand. The type of person who gives exactly what I need before I even know I need it. The type of lover who hears me even when I do not speak. Is the type of understanding I demand. The type of lover I need. Yeah. So, meine Freunde. The Sun and Her Flowers. Auch hier wieder einfach random. Oh, schön. Despite knowing they won't be here for long, they still choose to live their brightest lives. Sunflowers. Wie passend. Hier. Genau. Homebody. I was trying to make him the one, and it took me 3 years to realize love doesn't work like that. Yeah. Yeah. Was soll man da so sagen, ne? Simple but beautiful. Kann es euch nur empfehlen, die Gedichtbänder. Und alle anderen schönen Autorinnen hier auch. Aru, Handi, Isabel und Federica. Und ja, was soll ich noch sagen? Wie gesagt, morgen ist Weltfrauentag und
Schaut da gerne auch auf meinem Blog dann vorbei, weil meine Freundin Sarah erzählt euch da mehr über Endometriose und die Mondenergie und wie sie uns Frauen beeinflusst. Genau, weil ich habe ja gesagt, wir sollten uns mehr supporten, also Woman Support Woman oder Hashtag Girl Support Girls, whatever you want to name it. Genau, und dieses Video geht aber sonntags online, weil Sonntag ist mein YouTube-Tag, falls ihr es schon bemerkt habt. Genau, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dieses Video geschaut habt, bedanke mich ganz herzlich bei euch und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag, Mittag, Abend und lest fleißig!